Ist eine ganz lustige Truppe hier, tatsächlich. So friedlich, so freundlich, so wenig. Das ist der Olaf. Wer ist Olaf? Ja, das ist richtig, Günther. So. Also, ich habe den Schlüssel für Mario. Dann würde ich das auch erstmal damit mit dem Level gut sein lassen. Ich weiß ja, es ist da. Ich kann es jederzeit wieder besuchen. Aber ich muss nicht. So, jetzt haben wir erstmal Mario befreit. Entweder behalte ich den jetzt eine Weile so oder nicht. Yay! Du hast Mario gerettet. Nun kann er Bowser in Grund und Boden stampfen. Überall wo wird man rote Mützen sehen. Schnapp dir eine und verwandle dich in Mario. Vereitle Bowsers hinterhältige Pläne und mit deinen Superattacken. Oh, Paper Mario Sticker Star. Ich hab's mal angefangen zu spielen und ehrlich gesagt, nein, ich hab's nicht durchgehalten. So, schauen wir mal, ob wir noch eine andere rote Mütze kriegen. Nein, noch nicht. Zumindest, Köstritzer Schwarzbier. Gut, dass das mal jemand geschrieben hat. Was, ich brauch 12 Sterne? Na gut. Dann machen wir doch mal in der nächsten Welt weiter. Schwupp. Ich habe Angst, jetzt wo alle gesagt haben, dass es hier so friedlich ist, wollen Leute Streit machen. Vor allem will hier jemand fragen, was ich gegen Minecraft habe. Ich habe nichts gegen Minecraft, aber ich würde es nicht spielen. Also nicht Let's Playen. Ich habe es selber schon mal gespielt und immer wenn ich es anrühre, dann verbringe ich auch eine ganze Weile darin, aber ja, so richtig abendfüllend finde ich es nicht. Oder eher erfüllend oder keine Ahnung. Warum fragt mich jemand, was ich mit Minecraft? Das sind so unschöne Fragen, die ich auch teilweise gar nicht beantworten kann, so sehr ich auch möchte. Weil mir dazu gerade auf Anhieb keine gute Antwort einfällt. So. Und... Aua! Schaffe ich hier gleich die 100 Münzen? Ich glaube, wäre möglich. Klingeling. So. 28 haben wir schon. Gegen Köstritzer Schwarzbier. Ich bin ehrlich gesagt kein Biertrinker. Dafür mache ich komischerweise oft Schleichwerbung für Biersorten, aber ich glaube, dass das sollte jedem klar sein, dass das alles nur aus humoristischen Gründen ist und nicht, weil ich jetzt irgendwelche Botschaften verbreiten will. Ach ja, übrigens, falls jemand auf die Frage kommt, ob ich dafür tatsächlich Geld bekomme, nein, die einzigen Werbeeinnahmen, die ich habe, sind tatsächlich über meine YouTube-Videos, wenn denn überhaupt. Für Leute, die Adblocker benutzen, die merken das sowieso nicht. Also jegliche Schleichwerbung, die ich mache, mache ich tatsächlich einfach nur so aus Bock an der... aus Spaß an der Freude. Warum eigentlich? Ich könnte damit so viel... Ah, egal. Wow. Ich schaffe das nicht, da im Kreis zu rennen. Ich schaffe es nicht, im Kreis zu rennen. Es ist... Wunderbar. Und ja, hatte ich das jetzt schon erwähnt? Ja, Orba ist besser als Schwarzbier. Wupp. So, Ah, jetzt bräuchte ich irgendwas, um das Viech da kaputt zu machen. Ah, warte, Moment. Ich kann es ja einfach nur... Moment. Normalerweise müsste das gehen. Oder auch nicht. Okay, normalerweise kann man die Dinger doch schlagen. Oh. Wahrscheinlich, wenn sie schlafen, kann man das. Und... Hui. Böse Falle, komme ich aber drüber. So. Ha. Und diese Blöcke kriege ich jetzt ganz einfach kaputt. Oh.
Und höpp und höpp und hui! Da dachte ich jetzt echt, ich wäre verloren gewesen. Oder zumindest wäre eingequetscht worden von einem... Aua, aua, aua. Wump, wump. Oh Gott, wie soll ich mich umbenennen? Super Exi Kind PhD 4K. Ohne Scheiß, sowas ähnliches hatte ich schon mal als Witz mit anderen Leuten gebracht. Aber das ging anders. Super Phil Gamer Kid 69P. Was weiß ich, nein. Ich weiß es nicht mehr, wie das hieß. Ist auch wirklich ein Witz, den würde jetzt keiner verstehen. Oder zumindest ein Name, da könnte keiner was mit anfangen. Ist echt ein Insider gewesen. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wieso. Ah, ja, doch. Das hatte was mit meinem Privatleben zu tun. Da, weiß ich nicht, haben wir uns über YouTube unterhalten und über Let's Plays und, ja, mit Leuten, die nicht wissen, was ich hier mache. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, da war doch eigentlich irgendwo auch noch eine Nee, da ist keine rote Münze drauf. Ich dachte, da wäre mal eine rote Münze gewesen. Oder ist das in dem Spiel nicht so? Was? Orba trinkt hoffentlich auch Detlef die Soest? Ja, weiß ich nicht. Mit dem habe ich leider nichts zu schaffen. Ich kenne nur Detlef die Wurst. Und das ist eher sowas wie ein Pseudonym von mir selbst. Das ich nie benutze. Oh, Moment, so heiße ich in Steam. Genau, ich benutze es doch. Sonst habe ich mich immer Hanswurst genannt. Aber irgendwann dachte ich mir, Detlef die Wurst. Wieso springe ich da hin? Ist viel besser. Außerdem wollte ich doch was. Könnte ich doch anders springen, wenn ich will. Und zwar. Ich glaube, ich lasse das lieber. Ich nehme den normalen Weg. Sonst verhaue ich es noch mehr. So, hopp. Okay, noch 10 Münzen. Schlaf, mein Piranha. Und zwar für immer. Was ich mache, ich spiele Mario 64 DS und zwar auf die Art und Weise, wie man es spielen soll. Nein. Ich faile? Ja, ich glaube, ich faile. Ah, komm schon. Jetzt kommen hier bestimmt Münzen wieder raus. Und davon kriege ich eine. Okay, ich brauche nur noch eine. 100 Münzen! Genau, frag doch einfach nochmal. Oh Gott, ich habe ein Privatleben bei Risiken und Nebenwirkungen beim Lesen dieses Kommentars. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, das ist eine gute Idee. Dankeschön. Upsa. Ich bin total sauer. Haben eure Häuser gebaut, eure Schlösser. Wir graben euch Straßen. Und doch tretet ihr uns mit Füßen. Und habt ihr euch jemals bei uns bedankt? Nein. Daher werden deine Schuhe keine schmutzigen Abdrücke auf mir hinterlassen. Ich denke, ich werde dich einfach so aus Spaß an der Freude in den Boden stampfen. Oh, weia, welchen Soundeffekt von Ace Attorney mag ich am liebsten? Ich mache hier erstmal weiter und überleg währenddessen. Hast du ein Problem damit? Dann versuch doch mich aufzuhalten, du Würstchen. Ja, los, komm, spring. Ich fass es nicht, es funktioniert nicht. Oh, das ist gemein. Ja, das funktioniert auch nicht. Die haben den schwerer gemacht, als er vorher war. Oh Mann. Komm schon. Zack. Die haben echt die Bugs gefixt, die man bei dem so nutzen konnte. Man konnte nämlich durch ihn durch einen, also wenn man im richtigen Moment eine Stampfattacke gemacht hat, ist er durch einen durchgesprungen. Das war im Nintendo 64
Spiel zumindest so. Oh. Gute, Vorschläge da. Ah, mein Stylus von Mark. Hm. Gebt uns die Pornos wieder. Den finde ich wirklich gut. Oh, was gibt's noch? Ich weiß nicht. Ich mag eigentlich auch sehr, das ist der Mario, aber... Hm. Was ist mein Lieblings-Ace Attorney Sound? Frag doch einfach nochmal. Nein, der ist es nicht. Hm. Ich weiß nicht, die sind fast alle gut. Ich kann mich auf keinen wirklich festlegen. Das kommt ja auch immer auf die Situation drauf an. Manchmal könnte ich sagen, der ist der Beste, dann in einer anderen Situation ist der wieder der Beste. Oh, Scheidenpilzcremesuppe von Maggi Meisterklaster. Das ist mein absoluter Favorit. Okay, da gibt es nichts zu rütteln dran. Ich weiß gar nicht, das war zwar jetzt nicht in Ace Attorney selber, also es war in Layton vs. Ace Attorney, glaube ich, wo der rauskam, oder? Scheidenpilzcremesuppe von Maggi Meisterklasse. Oh Mann. Einfach weil das aus einem Gespräch mit Mark entstanden ist. Und das war ja auch im Let's Play mit drin, das war ja das Schöne. Steigt dem vor aufs Dach. Geht klar. So, das machen wir mal schnell. Das sollte jetzt eigentlich nicht so lange dauern. Moment. Ich mach das anders. Na? Ich versuch's mal über diesen Baum da erstmal hochzukommen. Jetzt will ich mal versuchen, ob ich ein bisschen Skill zeigen kann. Aber ich glaube eher nicht. Nein, das klappt nicht so ganz. Und ich bin weg. Aber ich bin irgendwo gelandet, wo ich keinen Schaden nehme. Ach so, das haben sie dazu gemacht. Das gab's vorher noch nicht, würde ich meinen. Jetzt bin ich tot. Oh Mann. Ja, mir gefallen die ganzen Insider hier auch. Ja, wirklich, wenn sich das irgendjemand, der mich nicht kennt, angucken würde. Ich meine, ich habe ja jetzt hier einen Chat voller Leute, die, weiß ich nicht, haufenweise von mir gesehen haben. Und jetzt kommt irgendjemand, der sich denkt, oh cool, Super Mario 64. Was ist denn das? Wer ist denn der Typ? Ja, da kann man gleich mal eine Lehrstunde machen. Wow. Gut so. Das war falsch. Yeah. Ich habe nämlich die falsche Schultertaste gerade gedrückt. Wow. Okay, jetzt nochmal. Diesmal schaffe ich's nicht. Okay, ich bleib bei der normalen Route. Und ich bin weg. Ja, wie sich meine Zuschauer alle meine Insider merken und wahrscheinlich alles andere, was wichtig im Leben ist. Oh, das ist schön, eine Lehrstunde in Exidologie. Wambologie, die Lehre des Wambo. Ups. So, jetzt haben wir hier das Fort, dem steigen wir mal aufs Dach, so wie es gerade gesagt wurde. Und hopp. Wenn ich es dann schaffe auch. Ja, schade, dass das Spiel keinen Analogstick hat. Also, es hat schon eine Art Analogstick, aber der geht über den Touchscreen. Und das will ich jetzt nur nicht tun. Boah. Und jetzt einmal noch hier drauf und... Oh, geschafft. Und wir haben wieder einen weiteren Stern. Ja, das ist richtig. Günther. Was hier so alles im Chat steht. Die ganzen Sounds aus den Layton und Layton vs. Ace Attorney. Nee, aus Phoenix Wright Ace Attorney und Layton vs. Ace Attorney. So, du hast 12 Powersterne gefunden. Nun steht die Tür mit dem großen Stern offen. Schön für die Tür. Ein Schuss ins Blaue. Ja.
Ich gebe mir auch gleich einen Schuss ins Blaue.